The Legend of Zelda ist eine jener magischen Spieleserien, die immer wieder für großes Aufsehen sorgten, sobald ein neuer Titel erschien. Da. 1986 tauchte der kleine Link zum ersten Mal auf und es war ein durchschlagender Erfolg. Super Nintendos neuester Hit heißt Zelda und der reist mächtig mit. Abenteuer, Action, schwarze Magie, Drachen und Monster und Fantasy. Und es war auch kein Wunder, dass 1991 A Link to the Past eine wahre Hysterie auslöste. Vielleicht zählt das auch nur für mich, da dies der Titel war, der mich letztendlich komplett anfixte und somit den wahren Einstieg in die Serie bedeutete, gefolgt von 1993 veröffentlichten Link's Awakening für den Game Boy. Der kleine Link hat einen großen Eindruck hinterlassen und dieser Hype, so großartig alle bisher veröffentlichten Zelda-Spiele waren, konnte nur noch mit dem 1998 veröffentlichten Ocarina of Time getoppt werden. Nicht nur, weil das Spiel selbst einfach nur großartig ist, sondern weil es einen wichtigen Dreh- und Angelpunkt für die Serie selbst darstellt, erklärt es doch mehr oder weniger, wie diese verschiedenen Zeitsprünge und verschiedenen Dimensionen, in denen wir mit Link unsere Abenteuer erleben, zustande kamen. Wie alle Spiele der Zelda-Serie folgt Ocarina of Time den Abenteuern eines kleinen Jungen namens Link. Mit dabei ist auch die kleine putzige Fee Navi, die uns im Verlauf des Spiels noch mächtig auf den Keks gehen wird. Hey, listen! Nach einem Albtraum erwacht unser Held in seinem Einzimmer-Apartment, das er sich in einem ausgehöhlten Baum eingerichtet hat, und weiß noch nicht, dass sein wohl größtes Abenteuer vor der Türschwelle schon auf ihn wartet. Hello, hey, listen! Die Story des Spiels ist, wie schon erwähnt, entscheidend für die gesamte Zelda-Reihe. Die Fee Navi erweckt Link aus einem Albtraum, in dem er Zeuge wird, wie ein Mann in schwarzer Rüstung ein junges Mädchen zu Pferd verfolgt. Navi bringt Link zum großen Deku-Baum, der verflucht und dem Tode nahe ist. Der Deku-Baum teilt Link mit, dass ein böser Mann der Wüste ihn verflucht hat und versucht, die Welt zu erobern. Link muss unbedingt diesen Typen aufhalten. Bevor der große Deku-Baum stirbt, gibt er Link den spirituellen Stein des Waldes und schickt ihn zum Schloss Hyrule, um mit der Prinzessin zu sprechen. Im Garten des Schlosses trifft Link nun auf Prinzessin Zelda. Sie glaubt, dass Ganondorf, der böse Gerudo-König, nach dem Triforce sucht, ein heiliges Relikt, das seinem Besitzer göttliche Macht verleiht. Zelda bittet Link, die drei spirituellen Steine zu beschaffen, damit er das Heilige Reich betreten und die Triforce beanspruchen kann, bevor Ganondorf Erfolg hat. Als Link die ersten beiden Teile eingesammelt hat, kehrt er zum Schloss zurück, wo er sieht, wie Ganondorf zu Pferd die arme Zelda verfolgt. Genau wie in seinem Albtraum. Erfolglos versucht er, den Schurken aufzuhalten. Im Tempel der Zeit benutzt er seine Ocarina und die spirituellen Steine, um die Tür zum Heiligen Reich zu öffnen. Dort findet er das Meisterschwert, aber als er es von seinem Sockel zieht, ist er handlungsunfähig und Ganondorf, der sich hinter Link in den Tempel geschlichen hat, schnappt sich das Triforce. Sieben Jahre später erwacht ein älterer Link im Heiligen Reich und trifft auf Rauru, einen der sieben Weisen, der den Eingang zum Heiligen Reich beschützt. Rauru erklärt, dass Links Geist sieben Jahre lang versiegelt wurde, bis er alt genug war, um das Meisterschwert zu führen und Ganondorf zu besiegen, der nun über das Reich herrscht. Nur die sieben Weisen können Ganondorf im Heiligen Reich einsperren, aber fünf sind sich ihrer Identität als Weise nicht bewusst. Link wird zum Tempel der Zeit zurückgebracht, wo er einen mysteriösen Scheich trifft, der ihn anleitet, fünf Tempel aus Ganondorfs Kontrolle zu befreien und dem Weisen jedes Tempels zu erlauben, den angestammten Posten einzunehmen. Link in der kindlichen Form freundet sich mit allen fünf Weisen an. Diese sind seine Kindheitsfreundin Saria, die Weise des Waldtempels, Daronia, die Weise des Feuertempels, Ruto, der Weise des Wassertempels, Impa, der Weise des Schattentempels und schließlich Naboru, Anführer der Gerudos und der Weise des Geistertempels. Nachdem die fünf Weisen erwacht sind, entpuppt sich der Scheich als verkleidete Zelda, die übrigens die siebte Weise ist.
Sie erzählt Link, dass das Herz von Ganondorf aus dem Gleichgewicht geraten ist, was dazu führte, dass die Triforce in drei Teile gespalten wurde. Ganondorf erwarb nur die Triforce der Macht, während Zelda die Triforce der Weisheit und Link die Triforce des Mutes erhielt. Als Ganondorf erscheint, nimmt er Zelda gefangen und sperrt sie in seinem Schloss ein. Die anderen Weisen helfen Link, die Festung zu infiltrieren, damit er die Prinzessin wieder befreien kann. Ganondorf versuchte das Schloss zu zerstören, um somit Link und Zelda unter den Trümmern zu begraben, doch die beiden konnten entkommen. Auch Ganondorf überlebte und dank der Macht des Triforce verwandelte er sich in das Monster Ganon. Wütend schlägt er Link sein Schwert aus der Hand, doch dank Zelda-Hilfe kann er schließlich doch über Ganon siegen. Die sieben Weisen versiegeln Ganondorf im Dunklen Reich. Er hält allerdings immer noch die Triforce der Macht in seinen Händen und schwört bittere Rache an allen Nachkommen. Zelda benutzt die Ocarina of Time, um Link in seine Kindheit zurückzuversetzen. Navi reist ab und der junge Link trifft Zelda erneut im Schlossgarten, schweigt aber über das Schicksal Hyrules, womit der Niedergang des Reiches besiegelt wurde. Hello, hey, listen! Jedes Mal, wenn man eine neue Ecke des Königreichs Hyrule entdeckt, wird man erstaunt seine verwunderten Äuglein reiben, wenn man die vielen schönen Details in den Landschaften sieht. Man kann Stunden allein damit verbringen, ein Dorf zu erkunden und mit dessen Einwohnern plaudern, Rätsel lösen und nach versteckten Gegenständen suchen. Das Einzige, was etwas abschreckend war, ist vielleicht die Steuerung, denn das Spiel erschien für den Nintendo 64, der wohl bekanntermaßen den wohl schrecklichsten Controller aller Zeiten hatte. Es waren harte Zeiten, als 3D-Spiele laufen lernten. Zum Glück ist Ocarina of Time kein 3D-Plattformer und so hatte man quasi im Handumdrehen die Steuerung raus. Zum Beispiel gibt es keine Sprungtaste. Muss man dennoch ein Hindernis überwinden, so macht dies Link komplett automatisch. Die Spielziele werden Freunden der Serie sofort vertraut sein. Mit Bomben kann man versteckte Türen in Wänden öffnen, um Geheimgänge aufzudecken. Man schießt wild mit Pfeilen um sich, kämpft gegen widerspenstige Feinde und schnippelt sich durch die Pampas. Nichts, was man nicht auch schon aus anderen Zelda-Titeln kannte. Ocarina of Time geht aber einen Schritt weiter. Abgesehen, dass die Dungeons nun mehr Rätsel beinhalten als je zuvor, fügte man zudem eine komplett neue Komponente hinzu. Die Ocarina selbst, die offensichtlich namensgebend für das Spiel war. Mit dieser doch sehr ungewöhnlichen Flöte muss man bestimmte Melodien spielen, um Rätsel zu lösen. Wenn man die Ocarina aus der Tasche holt, spiegelt das Tastenlayout des Controllers tatsächlich eine echte Ocarina wider, wobei die Z-Taste als unteres Loch auf der Flöte fungiert. Um etwas mehr Spaß zu bieten, haben die Designer auch eine Modulationsoption über den Analogstick hinzugefügt. Das Gameplay entfaltet sich aber dann, sobald Ocarina of Time die Möglichkeit einführt, in der Zeit zu reisen. Wer schon immer mal angeln wollte, sollte sich unbedingt Ocarina of Time zulegen, denn das Spiel hat eine fantastische Angelsimulation integriert, samt Rumble-Support und realistischen Fischverhalten. Und frei nach dem Motto, das Paradies der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, gibt es in Ocarina of Time auch eine bezaubernde Reiterhof-Simulation. Link kann mit seinem getreuen Ross durch die Landschaften galoppieren und sich den Wind um die Ohren wehen lassen. But wait! There's more! Es gibt Wetterereignisse, die das Gameplay beeinflussen. Man kann Fackeln anzünden, mit einem Enterhaken über Schluchten springen, Hühner auf den Keks gehen, die Seelen von Feinden in kleinen Flaschen einfangen, Masken aufsetzen, dem Lauf der Sonne zusehen, ein Picknick im Wald machen, mit Sonnenlicht seine Fackeln. Ocarina of Time ist einfach unübertroffen, wenn es um die Vielfalt und Vielseitigkeit von Aktionen und Rätseln geht. Und wer sich den Spaß nicht verderben will, der sollte tunlichst Abstand von Guides und Walkthroughs nehmen. Dank mir später. Man hat den Stil der Kamera von Mario 64 geklaut. Wie in Mario zoomt die Kamera auch heraus, um manchmal Links Umgebung besser zeigen zu können. Aber hier enden die Ähnlichkeiten auch schon.
Um den Spielern mehr Kontrolle über den Blickwinkel zu geben und bessere 3D-Kämpfe zu ermöglichen, hat Nintendo tief in die Trickkiste gegriffen und sich ein innovatives Feature einfallen lassen. Zunächst einmal bringt das Antippen der Z-Taste die Kamera hinter Link zurück, egal wo man sich befindet. Unglaublicherweise wird das Clipping auf ein Minimum reduziert und die Kameralogik garantiert fast immer eine gute Sicht auf das Geschehen. Wenn man eine Figur oder ein Objekt sieht, das das Interesse geweckt hat, oder wenn man von einem Feind angegriffen wird, sollte man ebenfalls die Z-Taste drücken, um das gewünschte Objekt anvisieren zu können. Ein gelber rotierender Cursor sperrt dann die Sicht rund um das Ziel, solange man sich abwendet oder erneut die Z-Taste drückt. Bis dahin bleibt die Kamera auf dem Ziel fixiert und behält die Position über der Schulter bei. Auf diese Weise kann man seine Feinde umkreisen und auf sie einschlagen. Ente, 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 Ente. Damit man auch den Überblick nicht verliert, flattert die gute Fee Navi über den Köpfen der Feinde herum. Es gibt auch eine alternative Kameraeinstellung, bei der man die Z-Taste gedrückt halten muss, um die Sperre beizubehalten, aber die Finger werden wahrscheinlich nach einer Weile müde und verkrampfen. Total unnötig also. Wo wir gerade bei dem Bekämpfen von Feinden sind. Das Angriffssystem ist ebenfalls äußerst gut gelungen. Durch Drücken von B zückt Link sein Schwert, drückt man B erneut, prügelt man auf den Feind ein. Drückt man B gleich dreimal, schwingt Link sein Schwert von oben nach unten und mit Hilfe des Analog-Sticks kann man zudem nach vorne stechen, beziehungsweise einen kompletten Tanz ausführen, indem sich Link mit seinem Schwert um seine eigene Achse dreht, mit dem man auch noch jedes stinkende Skelett in einen Haufen Knochenmehl verwandeln kann. Was den Boomerang oder Pfeil und Bogen betreffen, so gibt es zudem eine Art Scharfschützenmodus. Die Kamera wechselt in die First-Person-Perspektive, womit man sehr schön seine Feinde aufs Korn nehmen kann. Insgesamt kann man sagen, dass man eine absolut narrensichere Mechanik eingebaut hat, mit der auch wirklich jeder zurechtkommen sollte. Oder sagen wir mal 99%. Sobald man sich an das Kamerasystem und die Tastensteuerung gewöhnt hat, wird das Navigieren in den Umgebungen und der Kampf gegen Feinde zum Kinderspiel. Viele der Probleme, die Mario 64 in der Kamera- und Steuerungsabteilung geplagt haben, gehören der Vergangenheit an und es gibt praktisch nichts, was vom fesselnden Gameplay ablenkt. Die Möglichkeit, die weite Umgebung zu erkunden, Hügel zu besteigen, Monster zu bekämpfen, Gegenstände aufzuheben und zu benutzen und neue Gebiete zu entdecken, wird ziemlich schnell zu einer entspannenden und fesselnden Zeitvertreib und binnen weniger Augenblicke wird man sich in Hyrule wie zu Hause fühlen. Neben der Hauptmission und einer extrem fesselnden Geschichte gibt es noch eine Vielzahl an Quests, tonnenweise Minispiele und versteckte Gegenstände, die es zu finden gilt, um für viele Stunden die stinkende Welt vor der Haustür vergessen kann. Hello, hey, listen! Ocarina of Time hat nun gut ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel, aber dennoch kann man sagen, dass die Grafik des Spiels unfassbar gut ist und war. Sobald man die von der frühen Morgensonne durchfluteten Felder von Hyrule betritt, lässt einem das Spiel nicht mehr los. Die unglaublichen Größe und Tiefe der Landschaften ist so faszinierend und man wird schnell in seinen Bann gezogen. Sanfte Hügel erstrecken sich bis zum fernen Horizont, wobei Schloss Hyrule in der dunstigen Ferne mit zusammengekniffenen Augen gerade noch zu erkennen ist. Nach ein paar Minuten geht die Sonne unter, es wird dunkel und der Mond steigt langsam am Himmel auf und weit, weit entfernt heult ein Wolf. Alles im Spiel wirkt so schön detailliert, für damalige Verhältnisse. Alles dreht sich im Details und Sichtbarkeit. Es gibt keinen Nebel. Die Städte sind sehr detailliert mit kunstvollen Wandtexturen, die direkt von der Fee Navi und den schönen Tag- und Nachtwechseln beeinflusst werden. Charaktere werden flüssig animiert und zeigen verschiedene Gesichtsausdrücke. Die Bildrate geht allerdings ab und an in die Knie und zum Teil sind die Texturen etwas verwaschen. Neben den vielen wunderbar gestalteten feindlichen Charakteren, die durch die Dungeons und Levels streifen, geht dieses Zelda an die Grenzen der N64. Aber man hat wohl das schönste Spiel aller Zeiten in seinen Händen. Hello, hey, listen! Was den Sound betrifft, so hat sich Koji Kondo damals wohl selbst übertroffen. Mit mitreißenden Streicherklängen und Gitarrensounds erzeugt er eine unheimlich dichte Atmosphäre im Spiel. Die wundervollen Melodien werden euch das ganze Spiel über begleiten und sich auch in euren Gehörgängen auf Ewigkeit festsetzen. Aber es ist nicht nur der Soundtrack selbst, der das Spiel auszeichnet.
Es sind auch die liebevoll komponierten kleinen Soundeffekte. Mit Ausnahme von Navi. Listen! Jeder Ort hat eine Vielzahl von Umgebungsgeräuschen. Vom Klappern einer Windmühle, über das leise Plätschern von Wasser, bis hin zum Heulen des Windes. Die Soundeffekte sind brillant. Je nachdem, was man mit dem Schwert trifft, hört man ein cooles Metallklirren. Pfeil und Bogen sind so überzeugend wie das Original und die Schreie des Dodongo sind geradezu fürchterlich. Die Oberwelt ist mit Vogelgezwitscher, zirpenden Grillen und anderen Tiergeräuschen erfüllt. An bestimmten Orten ist Donner zu hören und es beginnt zu regnen. Das Spiel ist mit vollem Surround-Sound ausgestattet. Zelda ist wohl der erste eigenentwickelte Nintendo-Titel, der neben den Stereokanälen vorbildlich auch den hinteren Audiokanal nutzt. Der Sound verschlingt den Spieler praktisch und zieht ihn vollständig in die Welt rein. Eine Welt, in der die Spieler während des Spielens mehr als zufrieden sein werden. Zelda ist auf allen Ebenen ein komplett faszinierendes Spiel. Ich muss gestehen, dass ich ein langjähriger Fan der Zelda-Reihe bin und dieser Rückblick vielleicht den ein oder anderen Fehler nicht so beleuchtet. Aber im Gegensatz zu den Hunderten und Aberhunderten von langweiligen Spielen, die uns jedes Jahr so unheimlich auf den Sack gehen, kann man wohl nichts falsch machen, wenn man mal wieder eine Perle aus der Vergangenheit abstaubt und für einen Moment die Welt vergessen kann. Nach heutigen Standards ist Ocarina of Time natürlich nicht mehr der Stand der Dinge, aber wenn man auch mental 25 Jahre in die Vergangenheit reist. Und ja, ich weiß, dass dies sehr schmerzlich ist. Wird man feststellen, wie unheimlich packend dieses Spiel war und wie revolutionär für seine Zeit. Es ist eines der wichtigsten Titel der ganzen Zelda-Reihe und wer die Titel von heute spielt, der kommt nicht drum herum, auch mal einen Blick auf das Erbe dieser Serie zu werfen, um den Status quo von heute besser zu verstehen. Schade, dass es noch kein Remake für die Switch gibt. Aufgrund der Rolle des Spiels eine absolut unverständliche Sache. Die einzige moderne Version gibt es nur in Form eines Remakes für den Nintendo 3DS aus dem Jahr 2011. Eine wahre Schande! Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.